auf zum Schloss. Denn nun mit dem Gesicht können wir die Prinzessin retten. Rein da. Der Thron... Hä? Wo ist der König? Hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Prinzessin! Ich hab dein Gesicht zurück. Blopp. Ich bin so froh. Das ist doch schön. Vielen Dank. Ich bin so froh, mein Gesicht wieder zu haben. Ihr habt unsere geliebte Tochter gerettet. Eine Belohnung ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Alter, wie viel Geld hat uns eigentlich Cobra insgesamt schon in den Hintern geschoben? Das ist ja richtig viel insgesamt. Irgendwie 10.000 insgesamt schon oder so. Auch du hast uns sehr beeindruckt, Waluigi. Aber Euer Majestät, ich habe gar nichts bewirkt. Unfug, mein Junge. Wir haben doch gesehen, wie du zur Rettung der Prinzessin fortgeeilt bist. Deine noble Tat war eines Prinzen mehr als würdig. Deshalb gestatten wir dir von nun an, der Prinzessin den Hof zu machen. Luigi! Waluigi! Oh, Danny muss weinen. Wow! Das muss gescreenshottet werden, oder? Prinz Inki hingegen? Ja, sie hat einfach nur erbärmlich erwiesen. Mami! Oh, wie sie kuscheln. Ich bin am glücklichsten, wenn Waluigi bei mir ist. Ich werde die Prinzessin beschützen. Oh, wie süß. Okay, dann lassen wir die Tutteltäubchen mal alleine und ziehen weiter. Ich stehe tief in deiner Schuld. Und nun los, gib dem dunklen Fürsten, was er verdient hat. Alles klar, das werden wir tun. Habt ihr jetzt was Neues zu sagen? Nö, ihr sagt immer das Gleiche. Okay, schade. Okay, dann tschüss. Sikorsky, euch beiden auch. Wo ist er denn? Hier. Oh, dann muss ich... Dann muss ich ja diese drei Level auch nochmal machen. Hier geht's immer noch nicht lang. Komisch. Gut, dann werde ich jetzt diese drei Level hier erstmal nochmal komplettieren. Ja gut, hier ist kurz. Hier ist wahrscheinlich auch kurz und hier wahrscheinlich auch. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Level up für Freddy. Festmahl gelernt. Stelle Team-HP mit einem Festmahl wieder her. Lange Vorbereitungszeit da allerdings. Aber ist trotzdem sehr, sehr gut, dass wir das jetzt haben. Freut mich. Eine Truhe mit Sandwiches. Oh, nom nom nom, lecker. Lecker Schmecker. So, was ist das Gasthaus? Ich will zur Kiste, nicht zum Gasthaus. Nicht zum Gegner. Denn nach dem Gasthaus, ich habe gesehen, wir gehen jetzt nämlich in eine Richtung, die auf der Overworld zu einem Schatz führt, den ich anscheinend irgendwie übersehen habe, diesen Weg, oder halt vergessen habe, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es hier einen und den machen wir gerade. Blom, hier ist das Gasthaus. Und da wir das noch nicht kennen, das Level hier mit dem neuen Geschenk, mit der neuen Truhe, schaut es rein. So, ihr seid auch nun irgendwie Freunde. Hat lang gedauert, aber schön, dass ihr jetzt endlich seid. Okay, du willst Freddy. Zu dem Frederik. Das könnt ihr gerne machen hier. Nein? So, was gibt's denn bei euch? Wischi, waschi, wischi, waschi. Ich wische den Boden. Fantastische Arbeit. Moralische Unterstützung. Danke, Freddy. Toll.
Ja, dann auf geht's, weiter geht's, let's go. Bam, 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 bam. So, hier seht ihr das. Blop, blop. Oh, das sind zwei Level, oder? Oh nein. Nein, ich will keine zwei Level machen. Egal, mit dem Pferd ist es ein bisschen schneller. Sieht aus, als wäre irgendwas vergraben. Graben. Los geht's. Wie jetzt? Wieso nimmt das HP weg? Müsste das nicht eher MP wegnehmen? Alter, graben. Nur noch ein bisschen. Yay, yeah, ein Bonbon. Cool. Wow, toll. Bin so schnell wie der Wind. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt sind hier Gegner. Die werden wir wegbomben. Mit einer Explosion. Also die Gegner sind uns kein Problem mehr. Ich glaube, so stark wie wir jetzt sind, in dem ersten Gebiet, ich glaube, da können wir den Boss easy vernichten, den Gomme HD. Der hat keine Chance gegen uns. Nicht mal eine winzige Chance. Er hat keine. Du? Ja? Diese MP-Bonbons, die sind unheimlich groß. Man kriegt seinen Mund gar nicht weit genug auf, um sie zu kauen. Echt jetzt? Ich schluck sie immer in einem Stück runter. Was? Wie denn das? Naja, es ist schon ziemlich groß, aber eigentlich ist das ja nur eine Anzahl. Aber schön, dass sie das irgendwie ansprechen. Was? Die geht nochmal nach rechts? Aber... Pff, da geht's nochmal nach rechts, okay? Wir haben noch ein bisschen was vor uns, bevor wir den Gomme HD herausfordern können. Falls er nicht abhaut. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, aber es ist ja, wie gesagt, alles blind für mich, aber ich vermute einfach mal, dass diese Dinge so ablaufen, wie ich es mir denke. Vielleicht kriegen wir auch bald neue Begleiter. Das war schon ziemlich cool. Eine Truhe mit 650 Gold. Haben wir jetzt insgesamt 6000, dann könnte ich mir eigentlich mal wieder was kaufen. Aber wie viele Gegner kommen denn hier in diesen... Ja, geraden Weg, sage ich mal. Bam, 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 bam. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan, immer wieder die gleichen Level neu und neu zu machen. Mein Stick. Alter, ich muss was dagegen tun. Ist ja schlimm. Aber die Explosion ist einfach viel zu OP. Yeah. So, blom. Irgendwas, was Neues. Nö. Gut. Danny soll zu Ferdinand. Okay, was gibt's denn hier? Ah, wieder Pferdepflege. Ja, ja, skippe ich, spule ich vor. Haben wir alle schon gesehen. So, auf welchem Level stehe ich denn? Ferdinand möchte ich gerne nochmal auf Level 10 bringen. Ansonsten der Rest. Passt eigentlich so ziemlich. Ja. So ziemlich eigentlich. Und wird alle was Neues haben. Ein Silberdolch. Oha, wie heftig der aussieht. Der sieht krass aus. Und den kannst du haben. Das Thaddeus Haus sieht sowieso ein bisschen albern aus. Dieses, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich hab's vergessen. Wunderuniform. Verbirgt die denn noch Wunder in sich, oder? Sieht voll cool aus und mit diesem Design da, mit diesem Karo und alles. Na komm, nehmen wir das mal. Natürlich will Freddy das alles schön in Pink haben, ne? So wie wir Freddy kennen. Ja. Du willst ein Katerschwert. Ey, damit zerschneidest du einfach die Gegner in zwei Teile. Wie man, wenn man ein Brot schneiden würde, du. Das ist zu brutal, deshalb reskin. Und ich will eine punkige Robe. Du hast nicht genug Gold für diesen Kauf. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen gamblen. Anscheinend gehen wir erstmal essen. Schinken, Salat, Tomaten und Käse in saftigem Toastbrot.
Schmeckt. Schmeckt richtig gut. Okay. So, wir wissen alle, was für wen gehört. Deshalb mache ich hier kurz einen Prozess. Mhm, Banshee-Tränen will nur Freddy. Was macht Magie hoch? Es bringt da rein gar nichts, wenn ich bei Freddy Magie hoch mache. Manchmal bei Danny. Ich will die Banshee-Tränen gar nicht haben, die normalen. Bringen mir halt nichts. Ja, komm, jetzt verwende sie einfach, Freddy, ganz ehrlich. Ich will die nicht haben. Zack. Jetzt sind sie weg. Super. Schade eigentlich. Aber naja, passiert. Okay, Spieler, da können wir was machen. Ah, oh, Katerschwert, da kriegen wir sowieso nicht. Wahrscheinlich kriegen wir einen Gorilla-Shake. Ja. 3, 2 Sterne Gorilla-Shakes. Cool. Will ich noch einen Ausflug machen? Nee, jetzt nicht. Komm, zieh mir weiter. Du hast 12 verschiedene Uniformen, die bevorzugte Kleidung der Köche gesammelt. Okay. Schon ziemlich cool. Und hier ist die Truhe, die wir uns noch schnell anschauen werden. Und den Rest werde ich dann rausschneiden, wahrscheinlich. Weil die Folge ist jetzt schon zu lange dafür, dass sie noch nicht gegen den Boss gekämpft haben. Was soll das? Ja, hier einfach eine Bombe oder so. Nice. Hier, ich lege einfach eine Bombe rein. Boom, boom. Easy. Wir kommen auf die 400 zu, Leute. Es geht viel zu schnell. Ja, so wie ich 400 Abos auf YouTube habe. Lol. Die Stimmung hat sich ein bisschen verschlechtert. Nicht so gut. Muss aufpassen. Oh Gott, hier gibt es so viel zu machen. Ich muss so viel offscreen spielen hier. So viel. Okay, ich habe einen MP-Bonbon gefunden. Wir haben sehr viel von den Bananen, aber nicht mehr so viele, meine ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und hier ist die Truhe mit der packigen Robe, die ich haben wollte. Nice. Das jetzt dann doch nochmal bekommen. Ja, wisst ihr was? Komm, ich ändere es jetzt noch mal, oder? Ja, komm. Komm, ändere es jetzt einfach mal. Ich habe dieses eine Outfit schon so lang gehabt. Das kann ich auch mal wieder ändern. Das reicht auch mal. Aber erstmal. Ja, komm. Hier ist noch nichts. Nichts. Bam, 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 bam. Was? Die sind noch nicht tot? Dann sorge ich dafür. Boom! Bye, bye. So, galopp, galopp. Hier ist hoffentlich das Gasthaus. Noch ein Weg. Euer Ernst? Noch ein Weg? Nee, hier ist das Gasthaus. Da gingst du mal nach unten? Okay. Und. Bam! Toll, jetzt bin ich mit jedem, soweit ich weiß, Level 10. Jo, dann kann ich mich auf die anderen konzentrieren. Maike muss noch mit Freddy und Danny. Danny muss noch mit Freddy und Maike. Und ja, ihr müsst doch einfach nur alle gegenseitig nochmal. Okay, dann kann ich ja so lange mit dem Ferdinand bleiben. Und ich will schon wieder was Neues. Eine Macho-Robe. Nee, komm. Auf geht's, let's go. Eine Truhe mit 3 Spielscheinen. Cool. Danny, warte! Hier für dich! Danke! So, das zeige ich jetzt. Das zeige ich jetzt auch nochmal, weil das ist irgendwie seltsam. Hier geht's lang, so einzeln. Und warum geht es hier lang? Einfach damit man das Level nochmal machen muss, oder was? Wow, also das, tut mir leid, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen, warum. Aber okay. So. Und warum ich es drin lasse, ist zum einen, weil mir der Weg seltsam vorkam und ich jetzt ansprechen wollte. Und weil ich 400 Leute gerettet habe. Die macht es fast. Statt 55, 60 HP. Statt 25, 30 MP. Hohoho, ho, ho, gut gemacht. Bei 450 kriegst du was Neues. Alles klar, und badabadau. Ich mag dieses A Cappella neue da. Ich find's irgendwie lustig. So, ihr seid auch. Und wir sind nun auch. Toll. Schön, Subi Dolly. Cool.
Aber gut wäre noch, wenn... Ja, erstmal das hier. Ja, macht sauber, ja, ja. Pferdepopo, genau. Barababa. Oh, Saturn 2! Reiten kann man auch zu zweit. Passt aber auf, dass ihr nicht runterfällt. Oh, lol, okay. Cool. Das ist bestimmt ziemlich nützlich. So, du gehst jetzt zu Danny. Fantastische Erinnerung. Wow, das muss man sich mal vorstellen. Cool. Okay, wo steht jetzt alle gerade? Alle befreundet, außer du und Freddy. Das geht aber nicht mit rechten Dingen hier zu. Ja, so passt eigentlich. So können wir weitermachen. Eine Kiste! Oh, jetzt hätte ich Gold. Cool. Ba-ba-ba-down. Nice. Ach, immer geht es hier so noch dunkel. Was wollt ihr denn? Du willst Maike sehen. Warum? Ja, dann halt nur ganz kurz. Komm, der macht Übungen. Schön. Wie synchron. Wow. Schön, so gut. Level 11, Freunde. Okay, so. Und jetzt können wir es wieder so rum machen. Und wir haben einen neuen Weg, Leute. Wir haben einen neuen Weg. Ich habe keine Ahnung, wo der hinführt. Deshalb scheint jetzt noch rein. Hier nach rechts. Es ist nur eine Abkürzung. Also man hätte hier lang auch gehen können, statt hier lang. Aber dann hätte man hier nicht hochgekonnt. Okay. Naja, gut. Dann habe ich jetzt noch zwei Level zu machen. Und ich hoffe, die dauern nicht lang. Noch mal sowas. Ja, dann lassen wir's. Eine Truhe mit dem Inhalt mit 520 Gold. Lalala, du bitte da, lalala. Was ist das für ein Lied? Hab ich mir selbst ausgedacht. Geht direkt ins Ohr, nicht? Dün, 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 dün. Also, irgendwoher kommt mir das aber gern vor. Kann gar nicht sein! Das ist kein, Free-Copyright-Lied, das habe ich mir selbst ausgedacht. Okay. Oh, ich hab's, das hörte sich so an wie das... Nächtliche Reiche eines Kobolds. Keine Sinn für Kunst. Oh. Kiste! Einen Paperbong. Baum! Level 10 mit euch beiden und Level 11 mit euch beiden. Nice. Ups. Mein Stick! Das war mein Stick. Das war nicht ich. Wir wollen natürlich nicht aufhören. Wir wollen jetzt zum Boss. So, kann die Augen nicht mehr aufhalten. Okay, cool. So, ist mir eigentlich egal, was jetzt passiert. Wir kaufen euch die letzten Sachen. Seidenkluft. Zauberhafter Stab oder Vollmondpfanne. Die will ich dir kaufen. Wäre, glaube ich, noch ziemlich gut, wenn wir das hier holen. Weil es verbessert beide Sets vor allem auch. Und ich mag irgendwie die Pfanne selbst, Alter. Einfach. Die ist schon ziemlich nice. Ist so eine goldene Pfanne auch. Beides kann ich mir nicht leisten. Muss ich mich jetzt entscheiden. Das würde jetzt zu gut zu Danny passen, aber... Ja, komm, nimm ich's für mich, weil ich brauche noch mal ein bisschen Stats up. Würde ich mal behaupten. Ja, komm, ist auch egal. Nimm einfach. Haben wir ein bisschen mehr Stats. Und ansonsten, vielleicht kann ich ja in der Spielhalle noch irgendwas gewinnen für den Danny. Da ist doch die Lumpenkluft. Oder ist es das überhaupt? Nein, wie auch immer. Kriegen natürlich nur eine Banane. War klar. Wir versuchen es nochmal. Und kriegen sie tatsächlich. Oh, hä? Was ist das denn? Das ist für Danny? Was ist denn das? Das ist ja schlechter. Verstauen. Wow, hätte ich verkaufen können. Ja, hätte ich das gewusst, ne? Na, auf Stichwort habe ich jetzt keine Lust gerade. Gut, dann futtern wir. Und dann let's go. Ich
krieg nochmal ein bisschen Schleimgelee, weil ich so viele von denen habe und die immer schön meine HP vergrößern. Denn dann mögen sie sowieso nicht, von daher, klar, höre ich mir immer gerne die HP. So, du kannst ein bisschen Angriff noch gebrauchen. Unsere Angreiferin hier. Setzt ihr noch stark vorbereiten auf das Ganze. Ja, dann nimm du das einfach, das letzte Ding hier. Und wir haben noch zwei weitere. Dann kannst du das ja noch nehmen. Dann bist du voll. Dann kann das letzte Danny haben. Und dann kann Danny noch irgendwas anderes essen. Hier zum Beispiel die Bratpilze gerne noch haben. Nom. Toll. Dann würde ich sagen, let's go. Alle mit 10. Ich sogar mit Michael auf 11. Wahrscheinlich mache ich jetzt umsonst halb, aber am Ende ist hier einfach noch gar nichts. Egal, let's go. Mike! Halt, ich habe wichtige Nachrichten! Achso, es war Papyrus. Konnte ich ja nicht wissen. Ich bin Papyrus von der Schlosswache. Ihr überschreitet gleich die Grenze von nebenan, dem Nachbarkönigreich. Ich find's geil. Der erste Ort heißt Anfangs und der zweite heißt einfach Nebenan. Das ist zu lustig. Auf Englisch heißt es Next Door. Toll. Also Vorsicht. Mission abgeschlossen. Ich muss nun zurück zum Schloss. Mit Verlaub. Dankeschön, Papyrus. Für die Warnung. Oh, das... Okay, das war nur für eine Cutscene. Aber kann man rein? Ach so, damit man sich das nochmal anschauen kann. Ja, gut. Brauche ich jetzt nicht nochmal hören, ja. Komm, let's go. Wo ist der Schurke? Für die reitet. Seid ihr da schlecht gelaunt? Keine Ahnung, aber es ist nicht wichtig. Dum, dum, bam. Ja, komm, wir können mit Ferdinand mal schnauben. Alle tot. Wir haben schon fast wieder 450. Ich glaube, dieser Ort hier ist nicht lang. Ich glaube, das ist einfach nur ein gerader Strich, weil den kann man ja vielleicht auch gar nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, wir sind zu OP mit dem Pferd. Yeah. Noch ein Level, aber auf Level 13 alle wäre noch cool. Es wird dunkel. Wir sollten eine Runde quatschen. Machen wir jetzt ein Lagerfeuer. Wir machen das zusammen. Und dann? Und was dann? Sie hörte eine Stimme. Sie flüsterte ihr in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich habe Angst. Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Ich höre gar nicht zu. Wo ist mein Gesicht? Oh nein, nein! Was? Warum ist der... Was? Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch Geschichten. Okay. Ist nicht gut, dass Danny jetzt noch mal sauer wurde. Und dann kam der Morgen. Oh, sorry für den Cut. Cool. Der ging schon mal besser. Wahnsinn. Okay, wie mache ich das? Wie kann ich Danny dazu bringen, mich nicht mehr so zu hassen? Sekunde mal! Riesenwaffe! Oh, aber lässt sich helfen von mir. Das ist zumindest nicht schlecht, dass das noch funktioniert. Explosion! Mann, Danny. Bam! Ach, wie viel Damage das wäre. Wir sind auf jeden Fall gewappnet für den Boss. Komm, let's go. Wo ist er? Versteckt sich hier irgendwo. Ich weiß es. Komm mal, du kannst dich um verstecken. Deutsch. Ja, im fernen Lande hier. Vielleicht muss man ja andere Sprachen lernen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall extra. Explosion. Bam, alle tot. Geht's schnell voran. Und ja. Dum, da, 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 dum.
So, wo ist das Ende? Hier ist das Ende. Hat den Gasthaus? Ist er etwa nicht hier? Wir haben das Ende von Anfangs erreicht. Nicht mehr lange, dann setzen wir Fuß in ein völlig neues Gebiet. Oh ja, die Stadt nebenan. Was uns dort wohl erwartet? Ich bin schon ganz aufgeregt. Also, ich habe Gerüchte über den Mann gehört, da fällt euch alles aus dem Gesicht. Hm, was zum Beispiel? Nun sag schon. Och nö, werdet ihr ja schon sehen, falls was dran ist. Also, erst neugierig machen und dann sowas? Voll gemein. Hihi. Ach, lassen wir uns halt überraschen. Nun, dann sollten wir uns mal höchst feierlich von Anfangs verabschieden. Tschüssi. Und schon bald werden wir nebenan persönlich Hallo sagen. Also dann, auf den Beginn einer neuen Reise. Zum Wohl. Dann wird's wohl erst in der nächsten Folge weitergehen. Bam. Level 12 auf Saturn 2. Nun auch mit Danny. Moment, was?